Herzlich willkommen zur Kaufberatung Mercedes-Benz GLK. GLK ist die Abkürzung, ich habe das natürlich genau recherchiert, für Gelände Luxus Kompakt. Ich möchte Ihnen heute so eine kleine Hilfestellung an die Hand geben, wenn Sie sich für den GLK interessieren, auf was Sie achten können und auf was Sie achten sollten. Wenn Sie die Entscheidung schon getroffen haben, das Fahrzeug zu kaufen, dann schauen Sie bitte in die Kapitelliste. Hier können Sie dann die einzelnen Kapitel, die für Sie relevant sind, aufrufen und müssen nicht dem ganzen Video beiwohnen. Die Kapitel beginnen mit der Einführung in das Modell, Modellgeschichte, wo kommt das Fahrzeug her, was war der Anspruch von Mercedes-Benz, als sie das Modell lanciert haben. Dann haben wir als nächstes die Motorisierungen, Benzin-, Dieselmotoren, so ein kleiner Vergleich auch. Wir haben die Ausstattungen außen, wir haben die Ausstattungsdetails innen, da gibt es sehr große Unterschiede. Und dann haben wir noch so eine Rubrik, worauf achtet ein Profi, wenn er sich so ein Fahrzeug ansieht oder wenn er so ein Fahrzeug kaufen möchte, und haben dann zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung. Mercedes-Benz hat 2008, damals hieß der Konzern noch Daimler-Chrysler, in Detroit dieses Modell vorgestellt, den GLK, werksintern genannt den X204. Und hier sehen wir auch gleich, welche technische Basis sich das Fahrzeug teilt. X204 ist die gleiche technische Basis wie die C-Klasse der Modellgeneration 204. Also die Fahrzeuge mit dem Allradantrieb, den Mercedes 4MATIC nennt, von der C-Klasse, sind technisch, was die Bodengruppe betrifft, was die Motorisierungen und das Getriebe betrifft, dem GLK sehr ähnlich. Hier haben wir allerdings eine ganz andere Karosserie und ein völlig anderes Fahrzeug-Layout, um eben diesem damals sehr interessanten Markt der etwas kompakteren SUV-Fahrzeuge Rechnung zu tragen. In Detroit wurden zwei Studien vorgestellt, einmal die Studie Freeside und die Studie Townside. Und hier sieht man auch relativ klar, was Mercedes mit dem Fahrzeug wollte. Wir haben einmal das Fahrzeug, das eher so ein bisschen in die städtische Richtung geht. Da werden diese Fahrzeuge zu 95% benutzt oder dafür sind sie für die meisten gedacht. Oder jemand, der so ein Fahrzeug hat, geht eigentlich relativ selten ins Gelände. Und dann die Studie Freeside, die im Endeffekt die, ja, sagen wir mal, Grundausstattung dieses Fahrzeuges ist, was wir hier auf der rechten Seite sehen. Weil, wie schon auffällt, wir haben hier zwei unterschiedliche Fahrzeugmodelle da. Einmal das Facelift ab 2012 und einmal das Fahrzeug vor Facelift, also vor der großen Modellpflege. Mercedes-Benz nennt es ja MOPF, Modellpflege, als Sportpaket Exterieur. Sportpaket Exterieur beinhaltet das Chrompaket. Hier haben wir im Offroad-Paket, wo auf diese Dinge nicht so großen Wert gelegt wird. Hier sind ganz andere Dinge, auf die wir in den technischen Spezifikationen eingehen, wichtig. Und hier sieht man auch die ganz klare Abgrenzung der beiden Modelle, wobei das Offroad-Paket leider relativ selten bestellt wurde, weil sich Mercedes-Benz da technisch sehr viel Mühe gegeben hat. Übrigens wurde 2008 auf dem Genfer Automobilsalon ein GLK als Hybrid vorgestellt. Diesel- und Elektroantrieb, den man 2011 dann verworfen hat, als man festgestellt hat, dass das Fahrzeug nicht mehr nur in Bremen produziert wird. Denn bis 2011 ist das Fahrzeug ausschließlich in Bremen produziert worden und etwas später auch zusätzlich in China. Warum GLK? Der GLK ist, wie wir vorhin gehört haben, auf der technischen Basis der C-Klasse mit Allradantrieb konstruiert worden. Und genau das ist einer der Punkte, weshalb er das Auto so reizvoll macht. Wir haben hier ein sehr hochwertig verarbeitetes Fahrzeug, das kompakt in den Abmessungen 4 bis 5 Personen perfekte Raumverhältnisse im Innenraum bietet. Wir haben bei den Fahrzeugen vor Facelift bis Euro 5 Abgasnorm. Im Dieselbereich können wir ohne den Bluetech-Zusatz fahren. Bei den Fahrzeugen ab dem Facelift mit der Euro 6 Norm ist allerdings das Bluetech-System mit an Bord, das ab und zu aufgefüllt werden möchte. Die Fahrzeuge sind sehr schön zu fahren. Sie sind sehr unaufdringlich, komfortabel,
haben so eine leichte Straffheit im Fahrwerk und haben sehr schön konturierte Sitze, sind übersichtlich, leicht zu bedienen und sind noch nicht in diesem, möchte ich sagen, auf dieser Schiene, wo wir mit den Fingern auf irgendwelchen Bildschirmen irgendwelche Informationen abrufen oder quittieren müssen. Ich persönlich fühle mich im GLK sehr wohl. Ich bin immer jederzeit Herr der Maschine und habe nicht das Gefühl, dass mich dieses Fahrzeug auf irgendeine Weise bevormundet oder nicht das macht, was ich möchte. Und es unterstützt mich, es hat einen großen Kofferraum und da gibt es verschiedene Details, die einem das tägliche Umgehen mit dem Fahrzeug, egal ob ich jetzt mit dem Hund spazieren gehen möchte oder ob ich was einladen möchte oder ob ich sonst irgendwie mit dem Fahrzeug mich fortbewegen möchte, mir das Fahrzeug einfach leichter macht. Deshalb ist der GLK meiner Meinung nach in dieser Klasse auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die allererste Wahl. So, für das Fahrzeug gibt es sehr vielfältige Motorisierungsmöglichkeiten, die in den unterschiedlichen Baujahren angeboten wurden. Beginnen wir mit den Benzinmotoren. Es gibt 4- und 6-Zylinder-Benzinmotoren. Die 4-Zylinder-Motoren teilen sich in einmal den 200-Benziner und in den 250er-Benziner. Der 200er hat 184 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment und der 250er-Benziner hat 211 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. Die 6-Zylinder haben ähnliche Drehmomentwerte, aber über ein anderes Drehzahlband verteilt. Wir haben einmal den GLK 280 und GLK 300, das sind diese V6-Motoren, mit 231 PS und auch 300 Newtonmeter Drehmoment und haben dann die Top-Motorisierung im Benzinbereich, das ist der GLK 350. Wir haben bis 2011, also diese Modellgeneration, 272 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. Und ab Facelift, ab 2011, Modellgeneration 2012, als dieses Modell kam, haben wir 306 PS und 370 Newtonmeter Drehmoment. Die meisten Fahrzeuge haben einen Dieselmotor und hier hat sich der 220er und der 250er als das meistverkaufte Fahrzeug herausgestellt. Es gibt noch einen GLK 200. Alle diese drei genannten Modellgenerationen haben einen Vierzylindermotor. Der 200er hat 143 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. Der 220er kommt mit 170 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Und der 250er, und da ist schon ein relativ großer Unterschied in der Papierform, mit 204 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Ja, der 250er ist die Top-Motorisierung im Vierzylinderbereich. Er hat ähnlich günstige Verbrauchswerte wie der 220er. Und ich bin das Fahrzeug jetzt gestern nochmal gefahren und muss wirklich sagen, der Unterschied im Stadtverkehr oder bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h zwischen 220 und 250 ist marginal. Wo man den Unterschied sehr stark merkt, ist, wenn man auf der Autobahn beschleunigt und man fährt so 130, 140 und gibt dann Gas, da ist er schon wesentlich lebendiger. Der 200er mit 143 PS und 350 Newtonmeter ist ein Fahrzeug, der ist relativ gering verkauft worden, einfach weil der Preisunterschied zwischen dem 220er nicht so groß ist, dass es sich lohnen würde, auf die Leistung vom 220er zu verzichten. Der 6-Zylinder ist natürlich die Top-Motorisierung im Dieselbereich. Wir haben hier einmal den 320 CDI oder den 350 CDI. 320er gab es nur ein Jahr, dann hat man das umbenannt in 350er CDI und hat bis 2011, also bis diese Generation, 224 als 320 oder 231 PS als 350er und 540 Newtonmeter Drehmoment. Ab dem Facelift 2012 hat man die Leistung noch mal stark erhöht. Wir sind hier bei 265 PS und bei 620 Newtonmeter Drehmoment, was schon sehr viel ist für so ein relativ kompaktes Fahrzeug. Und man muss wirklich sagen, ich bin so ein Auto schon gefahren als 350 CDI. Der geht schon richtig vorwärts. Man hat auf der einen Seite die Laufkultur der 6-Zylinder, in dem Fall als V-Motor, sehr laufruhig. Und das Fahrzeug hat eigentlich Leistung in allen Lebenslagen. Und das ist schon sehr souverän. Der Vierzylinder ist auch ein sehr schönes Fahren, ist sehr
verbrauchsoptimiert auch und sehr sparsam, hat aber trotzdem Leistung, dass man zügig vorankommen kann. Ich würde den 200er nicht unbedingt haben wollen, weil er mir einfach zu klein ist. Zumal man beim 200er aufpassen muss, diese Fahrzeuge gibt es auch ohne Allradantrieb. Und hier muss man bei 250er und bei 220er ein bisschen aufpassen. Oftmals haben die Fahrzeuge je nach Baujahr den Allradantrieb nicht serienmäßig. Und beim 350er oder bei den großen Motoren ist der Allradantrieb serienmäßig mit an Bord. Aber wenn ich einen kompakten SUV will, der auch Allradantrieb hat, muss ich darauf achten, dass das Fahrzeug auch wirklich ein 4MATIC ist. Die kleineren Varianten gibt es auch als Schaltgetriebe. Das finde ich nicht ganz so harmonisch, passt nicht ganz zum Fahrzeug. Auch vom Fahren her ist es etwas nervöser. Die Automatik schaltet sehr schön, die 7-Gang-Automatik. Bei beiden Modellen ist sie gleich geblieben, nur die Bedienung hat sich geändert. Und da ist einfach eine enorme Harmonie im Fahrzeug. Hier, das Getriebe schaltet sehr schnell, sehr weich und unterstützt den Drehmomentverlauf der einzelnen Motoren. Und man kommt wirklich sehr angenehm voran. Ungefähr so wie dieses Fahrzeug wurde das Fahrzeug dann ab 2009 in Deutschland verkauft. Mit einem kleinen Unterschied. Diese LED-Tagfahrleuchten, die sich hier unten in der Frontschürze befinden, die waren erst in Kooperation mit den Big Xenon-Scheinwerfern ab 2009, Modelljahr 2010, bestellbar. Daran kann man auch sehr leicht erkennen, wenn die Fahrzeuge die runden Nebelscheinwerfer haben, die noch nicht als LED sind. Das müssen Fahrzeuge sein, die aus dem ersten Produktionsjahr stammen. Da hat sich Mercedes etwas noch an den Ausstattungen so ein wenig gefeilt auch. Und da sind dann eben diese LED-Tagfahrlichter entstanden, die es auch beim Facelift später nach wie vor gibt. Er hat sie hier unten in der Frontschürze und noch zusätzlich beim Intelligent Light System hier oben nochmal ein großes LED-Leuchtenband, um die Form des Fahrzeugs auch bei eingeschalteten Fahrzeugen etwas zu unterstreichen. Dieses Fahrzeug hat in der Außenerscheinung das sogenannte Sportpaket Exterieur. Wir haben hier eine ganz minimale Tieferlegung und zum serienmäßigen Umfang gehören 19 Zoll mehrspeichige Räder, die auf dem Fahrzeug sehr gelungen sind, die so ähnlich aussehen wie die Räder der Studie, die allerdings 20 Zoll waren. Die sind jetzt hier nicht verbaut, weil das Fahrzeug winterbereift ist. Als Winterbereifung die 17 Zoll, die auch hier drüben kann man sehr schön sehen, bei dem facegelifteten Modell ab 2012 ein etwas anderes Design bekommen haben. Wenn wir das Fahrzeug öffnen, dann sieht man auch gleich, er macht auf sich aufmerksam, dass man das Fahrzeug im Parkhaus leichter auffinden kann oder dass man den Weg zum Fahrzeug besser findet bei Dunkelheit. Hier kann man auch sehr schön das LED-Tagfahrlicht sehen. Öffne ich die Türe, sofern das Fahrzeug das Spiegelpaket hat, fahren die Außenspiegel aus. Und hier sind wir schon an einem Punkt. Es ist sehr empfehlenswert, dass dieses Fahrzeug anklappbare Außenspiegel hat, weil hier relativ viel Technik verbaut ist. In diesem Fall Außenausstattung, Sportpaket Exterieur. Hier gehören die eloxierten Dachrelingleisten, die Bordsteinkantenleisten, so nennt Mercedes das, in Chrom dazu. Unter anderem sind auch die Schwellerverblendungen in Wagenfarbe lackiert und auch die Außenspiegel. Macht das Fahrzeug auch inklusive der Türgriffe etwas eleganter. Das Fahrzeug liegt minimal tiefer als das Basismodell und hat nicht diese großen Kunststoffflächen, die das Fahrzeug von außen so ein bisschen nicht ganz so hochwertig aussehen lassen, um es vorsichtig zu sagen. Auch hier gibt es ein Offroad-Optik-Paket. Da hat sich Mercedes keinen Gefallen getan. Das muss man ganz klar sagen. Dieses Offroad-Optik-Paket hat hier vorne großformatige, mattschwarze Kunststoffflächen. Der Schweller ist in mattschwarz ausgeführt. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das sieht speziell im Heckbereich sehr schwierig aus. So, hier sehen wir auch gleich den wunderbaren Unterschied zwischen Facelift und Pre-Facelift, also Modellgeneration bis 2011. Diese Heckleuchte ist etwas kantiger und auch der Stoßfänger ist etwas geradliniger gezeichnet. Hier ist der Stoßfänger mit dieser großen Edelstahleinlage und mit diesen ganz anders geformten Heckleuchten schön leicht zu sehen, dass es hier, sagen wir vom Erscheinungsbild her, Unterschiede gibt. Und hier kann ich gleich erkennen von hinten, ich habe hier
die letzte Ausbaustufe und habe hier die mittlere oder erste Ausbaustufe. Eins der schönen Optionen ist das sogenannte Glasdach, das das Fahrzeug hat, weil wir hier zwei Glassegmente, einmal über den vorderen Sitz und einmal über den hinteren Sitzen haben. Ein Schiebedach gibt es für das Fahrzeug nicht. Ich habe hier eine große Glasfläche, die sich öffnen und nach hinten fahren lässt. Und man sieht auch hier schön, dass das komplette Dach dann in schwarz glänzend lackiert ist, um eben hier eine sehr schöne Optik zu erreichen, mit diesem ausfahrbaren Windschutz auch. Und die Flächen, die geöffnet werden und auch die licht- und luftdicken Flächen sind sehr groß. Und das macht den Innenraum, speziell wenn er eine dunkle Lederausstattung hat, innen trotzdem wesentlich freundlicher. Und ich habe einfach mehr Licht und Luft im Auto. Hier kann man auch sehr schön sehen, die Fahrzeughöhe bei Sportpaket Exterieur ist geringfügig niedriger als bei der normalen Variante. Und hier mit dem Offroad Technikpaket ist die Fahrzeughöhe eine ganz andere. Das Fahrzeug hat wesentlich mehr Bodenfreiheit. Soweit ich das im Kopf habe, sind es 3,5 cm mehr von der normalen Höhe aus nach oben. Das Fahrzeug hat im Offroad Technikpaket auch einen wesentlich stabileren Unterfahrschutz, wenn man im Gelände gewisse Dinge überfährt, die dann das Fahrzeug nicht beschädigen, weil der Unterfahrschutz wesentlich stabiler ist und nicht nur aerodynamische Anforderungen erfüllt. Hier sieht man auch hier unten, speziell beim Facelift, ja, diese Verkleidung da an der vorderen Stoßstange. Das sieht einfach ganz anders aus als beim Vor-Facelift. Schön zu sehen ist auch, dass man von außen gleich sieht, ob das Fahrzeug eine aufwendige Abstandsregeltempomatregulierung hat, sogenannte Distronic. Dieses Fahrzeug hat die Distronic, sieht man gleich, der Stern ist glattflächig und mit Glas wie ausgegossen. Dieses Fahrzeug hat das nicht. Hier sieht man klar, dass der Stern nicht ausgegossen ist und hier ist auch keine Radarsensorik verbaut. Dieses Fahrzeug hat keine Distronic, denn für die Distronic ist die Radarsensorik absolut unabdingbar. Noch eine Kleinigkeit am Rande. Jede Geländefähigkeit ist nur so gut wie die Bereifung, die am Fahrzeug montiert ist. Wir haben jetzt hier einen sehr guten Allround-Reifen von der Firma Nokian, der auf der einen Seite ein Schneeflockensymbol hat und ein Zug in Deutschland zugelassener Winterreifen ist, der aber trotzdem ein gewisses Geländeprofil hat und den ich als Ganzjahresreifen fahren kann. Und mit diesen geöffneten Profilblöcken komme ich im Gelände mit Hilfe der Elektronik und der guten Allradverteilung mit dem Fahrzeug schon sehr weit. Speziell dann, wenn er etwas höher ist wie im Offroad-Paket und auch unten diese Verstärkungen unter dem Motorunterfahrschutz hat. Wenn wir das Fahrzeug öffnen, der klassische Mercedes-Benz, stabile Türgriff zum Öffnen und zum Schließen. Die Tür öffnet weit, ich habe einen sehr leichten Einstieg. Ich sehe auch sofort, dass ich hier ein sehr übersichtliches Cockpit und Armaturenbrett habe. Ich kann hier wunderbar Platz nehmen. Und die Innenausstattung stellt mir keine Fragen. Und das finde ich gerade bei so einem Fahrzeug sehr angenehm. Ich möchte nicht, wenn ich in ein Fahrzeug einsteige, das auch einen gewissen Gebrauchswert hat, ständig Fragen beantworten müssen. Und da ist der GLK ein absolut perfektes Beispiel dafür, wie man sowas machen kann, um den Fahrer zu unterstützen, ohne ihn permanent zu belästigen. Schön zu sehen, die klar gegliederten Instrumente, die alle Modelle Gott sei Dank haben. Hier oben der kleine Bildschirm von dem kleinen Navigationssystem, das eine normale Pfeildarstellung hat und keine Kartendarstellung wie das große Command. Den Unterschied sehen wir gleich. Ein dreispeichiges Lenkrad mit serienmäßigen Schaltpaddeln, Schalthebel in der Mittelkonsole, serienmäßig Klimaautomatik, Sitzheizung links, rechts, Tempomathebel an der für Mercedes bekannten Stelle und die Multifunktionstasten am Lenkrad und schon fühlt man sich wohl. Wir haben eine aufrechte, hochformatige Sitzposition. Ich habe große Fensterflächen. Das Fahrzeug ist sehr übersichtlich und vor allem, es ist leicht einzuschätzen. Durch die kantige Form weiß ich auch ohne die Parkdistanzkontrolle, die beim Rückwärtsrangieren empfehlenswert ist, weiß ich, wo das Fahrzeug anfängt und aufhört und lässt mich relativ leicht das Fahrzeug auch in engen Stellen bewegen. Wir haben jetzt hier den Knopf fürs Spiegelpaket, die Knöpfe für die Türverriegelung und Entriegelung.
logischerweise, und das muss man Mercedes wirklich lassen, beim Türgriff. Wo es denn sonst soll so ein Schalter sein, außer beim Türgriff? Nicht irgendwo am Armaturenbrett versteckt, sondern da, wo ich die Tür öffnen und schließen will, kann ich auch elektrisch alle Türen öffnen und schließen. Finde ich wunderbar. Noch die typische Mercedes-Fußbremse oder Feststellbremse mit dem Zughebel. Tauchen auch keine Fragen auf, ist die Fußbremse geschlossen oder geöffnet. Sobald ich ziehe, schnappt das Pedal hoch, kann ich losfahren. Wunderbar. Automatisch abblendender Innenspiegel in Kooperation mit den Außenspiegel auf der Fahrerseite, nicht auf der Beifahrerseite. Leider hat Mercedes da ein bisschen den Rotstift angesetzt und es ist nur der Fahreraußenspiegel abzudimmen. Vor Facelift haben wir die quadratischen Lüftungsdüsen und hier eben den Schalthebel in der Mittelkonsole sitzen. 7-Gang Getronic-Getriebe mit integriertem Verteilergetriebe. Und Cupholder, Drückdrehsteller, teilelektrischer Sitz. Das sind so die Grundanforderungen, die das Auto einfach hat. Und mehr braucht es auch nicht. Hier sieht man sehr schön den etwas kleineren Bildschirm, der eben nur eine Pfeildarstellung hat. Er bringt einen selbstverständlich auch genauso ans Ziel wie das große Command, allerdings nicht so komfortabel und auch nicht so aufwendig in der Optik. Ein ganz angenehmes Extra ist die sogenannte Easy-Pack-Heckklappe. Warum Mercedes das Easy-Pack nennt? Es ist nichts anderes als eine elektrisch betätigte Heckklappe, die sich über den Schlüssel und ohne ein Herumfuchteln auf einem Bein bei Regen unter dem Auto sich öffnen lässt, indem wir einfach da drauf gehen. So, und jetzt wissen Sie auch, warum ich eine Jacke über dem Arm habe. Eins der kleinen Details, die mir an dem Fahrzeug sehr gut gefallen, ist der Kleiderhaken hier oben. Es ist eine ganz kleine Kleinigkeit. Aber wenn Sie vom Spazierengehen kommen, Sie waren mit dem Hund unterwegs oder Sie waren einkaufen und haben eine nasse Jacke. Sie können hier drunter stehen, können Ihre Jacke ausziehen, können die hier hinhängen, können von mir aus, wenn Sie einen Hund dabei haben, den Hund hinten einladen und können dann die nasse Jacke in den Kofferraum legen und haben nicht die ganze Zeit die Jacke dabei und vor allem wissen Sie nicht, wo Sie so eine Jacke hinhängen sollen. Ganz einfach hier auf der rechten Seite oder hier auf der linken Seite, falls Sie zu zweit sind oder Linkshänder. Und hier ist auch einer der Gründe, weshalb der GLK ein perfekter Begleiter ist. Ich habe nämlich einen großen Kofferraum. Und es ist nicht nur, dass der Kofferraum groß ist, sondern er ist auch gut nutzbar, weil er eine große Grundfläche hat und ohne Einschränkungen durch die eingezogenen Dachpfosten oder durch schrägstehende Rücksitze, die mir zwar eine große Fläche bieten, aber im Endeffekt ein kleines Volumen. Und damit nicht genug, hat das Fahrzeug kein besonderes Soundpaket oder ein Reserverad, was damals noch aufpreispflichtig war, später gibt es ja gar nicht mehr, habe ich hier unten ein großes Fach, in dem ich noch auf der rechten Seite, sofern das Fahrzeug eine Anhängekupplung hat, die Anhängekupplung unterbringen kann oder einen großen Einkaufskorb noch als zusätzliches Staufach unter dem Boden. Die Heckklappe lässt sich ganz leicht schließen. Entweder ich drücke hier auf den Knopf oder ich mache es am Schlüssel, finde ich am angenehmsten. Zwei Signaltöne, dass ich als verantwortlicher Fahrzeuglenker bitte aufpasse, was diese Hecktür da macht. Und dann schließt sich die Hecktür und das Fahrzeug ist wieder verschlossen. Wunderbar, das kann man und muss man auch nicht besser machen, weil diese Hecktür tut, was sie soll, nämlich öffnen und schließen, ohne mir Unannehmlichkeiten zu bereiten. Hier kann man sehr schön sehen, wie es Mercedes in der Modellpflege oder in der tiefgreifenden Modellpflege am Fahrzeug verändert hat. Der Schalthebel ist als allererstes mal an die Lenksäule gewandert und so simultan zu den anderen Modellen aus dieser Generation mit diesem Rauf- und Runtergeschiebe. Dann haben wir den Tempomathebel, in diesem Fall jetzt hier mit der Distronic, unterhalb des Blinkerhebels. Nicht so, wie es seit den 60er Jahren bei Mercedes ist, über dem Blinkerhebel, sondern jetzt unter dem Blinkerhebel. Wir haben ein anderes Lenkrad-Layout, wesentlich sportiver, mit den gleichen Tasten, aber in einer anderen Form und auch wieder hier die Lenkrad-Schaltpaddel, die wir zum Fahren im Gelände sehr gut benutzen können.
Hier sieht man klar die Unterschiede zwischen Facelift und Vor-Facelift. Wir haben hier die Luftausströmer, rund und sehr leicht zu greifen, die übrigens die gleichen sind wie im SLS. Wir haben hier ein etwas anderes optisches Layout des Entertainment-Systems und auch der Schalter. Die Funktion ist je nach Paket die gleiche wie beim Vor-Facelift, allerdings sind die Knöpfe etwas gefälliger. Und wir haben hier, sieht man sehr schön, den großen Unterschied zwischen dem Bildschirm Command und APS-50. In dem vorhergehenden Fahrzeug, was wir gezeigt haben, dieser Bildschirm ist wesentlich größer und hat auch mehr komfortable Funktionen, unter anderem auch das TMC Pro. Hier sieht man auch schön, der Schalthebel ist von der Mittelkonsole an die Lenksäule gewandert. Dafür habe ich jetzt hier ein großes Ablagefach mit Steckdose. Und hier haben wir drei Schalter, die das Fahrzeug mit Offroad-Paket von den Fahrzeugen unterscheidet, die das nicht haben. Wir haben einmal die Manuell-Taste. Hier kann ich dem Fahrzeug klar sagen, ich möchte ausschließlich manuell schalten. Und selbst wenn ich aus einem Fehler heraus oder aus Unachtsamkeit ein Schaltpaddel komplett festhalte, wechselt er nicht in den Automatikmodus. Ich habe hier einmal den Modus, dem Fahrzeug zu sagen, ich bewege mich jetzt im Gelände. Hier ist die Gaspedal-Kennlinie und die Schaltzeiten des Getriebes anders programmiert, um eben im Gelände ein etwas sanfteres Anfahren und Vorwärtskommen zu ermöglichen, um dieses Aufschaukeln, wenn ich über Hindernisse darüber fahre, einfach zu vermeiden. Und ich habe hier den Knopf, das ist eine Bergabfahrhilfe, die mir ermöglicht, wenn das Gewicht des Fahrzeuges oder beim Bergabfahren ich in Situationen komme, wo ich merke, ich fühle mich unwohl, kann ich den Knopf drücken und kann eine Geschwindigkeit einprogrammieren, um eben hier in ähnlich der Schrittgeschwindigkeit, um auch diese Sektion meistern zu können im Bergabfahren. Das Lenkrad sieht man hier sehr schön, ist etwas sportiver geworden mit dieser leichten Chromspange. Das hat es vorher nicht gegeben, ist ein bisschen gefälliger, aber trotzdem gleich die großzügig gezeichneten Rundinstrumente, die nie eine Frage aufkommen lassen, was für eine Drehzahl, was für eine Geschwindigkeit und was für Temperaturen und Tankanzeige hat das Fahrzeug, sehr offen gegliedert. Perfekt. Worauf achtet ein Profi beim Gebrauchtwagenkauf? Natürlich, wer ist mein Verkäufer? Wie werde ich willkommen geheißen? Beim Händler oder beim Privatmann, sind die jeweiligen Verkäufer vorbereitet auf mich oder eher überrascht, dass ich da komme und ein Fahrzeug kaufen möchte und da auch Geld dabei habe? Für mich ein großer Indikator ist, wenn ich mich auf das Fahrzeug zubewege, wie ist das Erscheinungsbild des Fahrzeuges? Habe ich Farbunterschiede in der Lackierung, speziell bei Silber, sehr gut und sehr deutlich zu sehen? Wie ist der Pflegezustand von außen? Hat das Fahrzeug Beulen, Kratzer, starke Verschleißspuren an den Türkanten? Lassen schon einen Rückschluss darauf zu, wie ist der letzte Besitzer oder die letzten Besitzer mit dem Fahrzeug? Wie sind die mit dem Fahrzeug umgegangen? Für mich ein Indikator ist immer, was sind für Reifen verbaut? Haben wir hier ein drittklassiges Produkt verbaut, worum es nur geht, so billig wie möglich rund und schwarz zu sein? Oder hat der Besitzer sich Mühe gegeben und sich genau überlegt, was tue ich denn da? Habe ich ein sehr hochwertiges Produkt? Und so ein kleiner Indikator ist auch immer, was sind für Wischerblätter verbaut? Sie werden jetzt sagen, ist doch völlig wurscht, was da für Wischerblätter drauf sind. Nicht ganz. Wenn die Fahrzeuge lückenlos Scheckheft gepflegt sind oder bei Mercedes im Service waren, die verbauen natürlich nur Mercedes-Benz-Wischer. Das kostet. Das kann man immer sehr schön sehen, wenn auf den Wischerblättern so ein Mercedes-Stern drauf ist, so ein Mercedes-Benz-Stern drauf ist. Dann weiß man, da hat jemand nicht auf die letzten 10 Euro geachtet. Wenn dann noch hochwertige Reifen verbaut sind, das Fahrzeug ein attraktives Erscheinungsbild hat, ohne Dellen, Kratzer und Beschädigungen, die natürlich, wenn man darauf Wert legt, in der Beseitigung Geld kosten, haben wir schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Habe ich leider niemand zur Hand, der mich beim Gebrauchtwagenkauf als Profi unterstützt, habe ich selbst die Möglichkeit, mit solchen paar kleinen Indikatoren festzustellen, hat denn das Fahrzeug schon mal einen größeren Schaden oder eine Nachlackierung oder einen Austausch der Teile hinter sich gebracht. Es ist ganz interessant, dass Mercedes auf diesen Scheiben hier ganz unten im Eck beim Herstellersignet so eine kleine Zahl da abprägt.
So, wenn das Fahrzeug eine Erstzulassung 2010 hat und hier ist eine 0, dann weiß ich, die Scheiben sind aus 2010. Diese Scheibe ist nicht ausgetauscht worden. Das kann ich bei allen Scheiben machen. Dann weiß ich zumindest, dieses Fahrzeug hatte an dieser Seite keine schwerwiegende Beschädigung. Sehe ich Farbunterschiede oder auch sehr gerne, wenn der Lackierer die oftmals besser lackieren wie das Werk, den Farbton treffen, aber die Struktur ist von dem reparierten Teil wesentlich glatter als vom Werk. Die Fahrzeuge haben leider durch die wasserbasierten Lacke vom Werk aus eine relativ starke Struktur in der Oberfläche. Ist die Struktur irgendwo unterbrochen, habe ich plötzlich eine sehr glatte und hochglanzpolierte Fläche mittendrin in einer lackierten Fläche, die eine starke Struktur hat, könnte das, die Betonung liegt auf könnte, der Hinweis auf eine Nachlackierung sein, die ich zumindest wissen möchte. Natürlich, der Klassiker sind die jeweiligen Kotflügelschrauben, sind die Kotflügelschrauben geöffnet worden. Ein guter Indikator sind auch die Türscharniere. Wenn ich so ein Fahrzeug öffne und ich schaue mir die Türscharniere an, sind die Verschraubungen oder die Plätze, wo die Scharniere sitzen, verkratzt, verschoben, haben mehrfach andere Abdrücke, ist es meistens ein Hinweis darauf, dass die Tür schon mal draußen war oder dass die Tür erneuert wurde. Wenn der Verkäufer natürlich von vornherein ein ehrlicher ist und sagt, sieh, das Fahrzeug ist an der und der Seite nachlackiert worden, gut ist es, wenn man das damalige Gutachten hat, wenn das über eine Versicherung abgerechnet wurde, dann weiß man, in was für einer Schadenshöhe das war. Und zum Türöffnen und Schließen gibt es noch einen ganz interessanten Punkt. Speziell beim GLK, das Fahrzeug war in den USA sehr populär und ist es immer noch. Die Fahrzeuge werden im Internet angeboten und man verschleiert, dass die Fahrzeuge aus den USA kommen. Sie als kundiger Käufer wissen in Zukunft ganz genau, mit einem Blick, kommt das Fahrzeug aus den USA oder nicht. Der Trick ist ganz simpel. Schauen Sie sich die Türknöpfe an. Die deutschen Türknöpfe sind relativ klein. Die amerikanische Version ist so lang und hat oben eine Verjüngung, dass man aus Sicherheitsgründen, das war in den USA für die Fahrzeuge vorgeschrieben, mit so einem Paketband die Tür aufziehen kann. Deutsche Version, kleine Türpins, amerikanische Version, die großen Türpins, wissen Sie sofort, ist ein Auto aus den USA. Wenn es Ihnen der Verkäufer sagt und das Fahrzeug gefällt Ihnen, ist es kein Thema, aber oftmals wird es einfach verschleiert und das finde ich immer so ein bisschen unangenehm. Auch ein wichtiger Punkt beim Kauf des Fahrzeugs sind alle Papiere da. Das deutsche Besitzdokument, der Kraftfahrzeugschein, inzwischen heißt es ja Teil 1 und Teil 2, also die grünen Blätter. Wie viele Besitzer sind denn wirklich vorher in dem Fahrzeug gewesen? Und lassen Sie sich nicht erzählen, das Fahrzeug wurde innerhalb der Familie umgeschrieben und es war von der Firma. Dann hat es der Onkel genommen und dem seine Schwester. Es hat dann das Auto auf sich angemeldet. Drei verschiedene Kennzeichen, drei verschiedene Bundesländer. Ganz komische Zufälle. Es ist immer entscheidend, was im Besitzdokument oben rechts für eine Zahl steht, der Vorbesitzer plus der eingetragene aktuelle Besitzer. Und dann ist es auch so, ich kaufe nicht gerne privat von Menschen, die nicht im Kraftfahrzeugbrief eingetragen sind. Weil hier besteht die Gefahr, dass der, der Ihnen das Fahrzeug verkauft, gar nicht der tatsächliche Eigentümer des Fahrzeugs ist. Lassen Sie sich das bitte immer bestätigen, dass der Besitzer und Eigentümer dieselbe Person sind, mit der Sie auch verhandeln. Und nicht mit dem Bruder oder der Schwester, sondern mit demjenigen, der im Kraftfahrzeugbrief eingetragen ist, sofern technisch möglich. Bei einem Händler ist das was anderes, da geht es natürlich nicht. Aber hier kann man schon einen klaren Rückschluss auf die Geschichte des Fahrzeugs praktisch schließen. Auch wichtig sind sämtliche Wartungsdokumente. Diese Fahrzeuge haben ein elektronisches Serviceheft. Das heißt, sie haben nicht mehr diese typischen Stempel, wie es früher üblich war, weil das einfach zu oft gefälscht hat, sondern diese Fahrzeuge haben einen elektronischen Wartungsnachweis. Und dieser Wartungsnachweis sollte ausgedruckt vorliegen, weil Sie als Privatmann das relativ schwer haben, das nachträglich ausdrucken zu lassen. Hat Datenschutzgründe. Lassen Sie sich vom Vorbesitzer glaubhaft bestätigen, dass er die Inspektionen gemacht hat und wo er sie gemacht hat.
das sollte in diesem Wartungsheft oder in diesen Wartungsnachweisen dokumentiert sein. Natürlich, im Fazit muss ich Ihnen sagen, dass es da bei so viel Licht auch manchmal Schatten gibt. Diese Fahrzeuge haben so ein bisschen so kleine Dinge, die man nicht so gerne hat. Unter anderem rostanfällige Radschrauben. Diese Bremsscheiben sehen sehr schnell relativ knerzig aus. Die ganzen Teile sind von der Korrosionsvorsorge her nicht so hochwertig, wie wir das früher von Mercedes kennen. Der Body des Fahrzeugs, die Karosserie und all die tragenden Teile, die sind sehr, sehr gut. Da hat Mercedes ja mit der Generation 202 und 203 fürchterlich aufs Dach bekommen mit diesen rostanfälligen Fahrzeugen. Da hat man sich hier sehr viel Mühe gegeben mit der Rostschutzvorsorge. Was diese Fahrzeuge haben, die Diesel, ein bisschen Probleme mit den NOx-Sensoren. Das habe ich leider in der Vergangenheit häufiger für die Kunden noch mal wechseln müssen, weil nach einer relativ kurzen Strecke, die Kunden gefahren sind, hat dann die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet und dann musste man die NOx-Sensoren tauschen. Die sind relativ teuer. Das Fahrzeug hat mehrere NOx-Sensoren, speziell die Fahrzeuge mit der Harnstoffeinspritzung, also die mit dem AdBlue-Tank. Da kann das, wenn die Fahrzeuge viel im Kurzstreckenverkehr bewegt werden, mal zu Problemen kommen. Und was auch, wenn es kaputt geht, doof ist, sind diese Intelligent Light Scheinwerfer bei beiden Fahrzeugen. Das kann ins Geld gehen. Ein so ein Scheinwerfer kostet 900 Euro. Wenn er defekt ist, zeigt er an, Intelligent Light System gestört. Das kann man ausprogrammieren, aber dann hat man eben diese variable Lichtverteilung nicht mehr, die ja schon ein besonderes Komfortplus bei dem Fahrzeug bei Nacht ist, vor allem wenn er Speak Xenon hat. Und dann kommt noch was dazu, was ich sehr schade finde, ist, die Getriebe haben manchmal so leichte Geräusche, die abhängig sind von der Fahrgeschwindigkeit. Und wenn dieses Geräusch im Getriebe da ist, ein leichtes Summen, das hört man dann auf der Autobahn, je schneller man fährt, umso etwas stärker wird es dann auch, also parallel zur Fahrgeschwindigkeit, nicht zur Motordrehzahl, dann sind die Lager des Verteilergetriebes verschlissen. An sich denkt man, ist nichts nicht schlimm, fährt zu Mercedes und sagt, was ist das da für ein Geräusch, sagt er, das kennen wir schon, darauf sind die Fahrzeuge etwas anfällig, das kann sein, dass manche das haben. Speziell dann, wenn man die Ölwechselintervalle oder die Spülintervalle der Getriebe nicht eingehalten hat, dann kann das passieren, dass diese Lager defekt gehen. Mercedes sagt, ja, da muss halt ein neues Getriebe rein. Was kostet das? 7.500 Euro plus Einbau- und Mehrwertsteuer. Ist relativ unangenehm. Es gibt Getriebespezialisten, da kann man sich im World Wide Web kann man sich da wunderbar kundig machen. Ich kenne einen hier in der Nähe, der diese Getriebe ausbaut, die Lager erneuert, die Getriebe überholt, durchsieht, spült und reinigt und dann wieder zusammenbaut, dann ist es wie neu. Hat deutlich weniger gekostet wie 7.500 Euro. Wir sprechen hier im Preis von weit unter 2.000 Euro und dann funktioniert es wieder einwandfrei. Aber wenn man es hat, ist es blöd. Und bitte darauf achten, weil das kann richtig ins Geld gehen. Vor allem kann dann auch mehr kaputt gehen, weil der Ölkreislauf vom Verteilergetriebe und vom Automatikgetriebe der gleiche ist. Das heißt, die Partikel, die vom Lager des Verteilergetriebes abgehen durch den Verschleiß, werden durch das Automatikgetriebe durchgespült, bis sie dort im Filter landen. Das kann unangenehm werden. Ansonsten gibt es über das Fahrzeug absolut nichts Negatives zu berichten von meiner Seite. Die Fahrzeuge sind im Unterhalt sehr erträglich. Der Service bei den Fahrzeugen ist auf dem Niveau der C-Klasse. Klar, ist ja die gleiche technische Basis. Und wenn man sich an die Inspektionsintervalle hält, hat man viele Jahre einen sehr guten Begleiter in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Fahrzeuge vor Facelift sind unter 20.000 Euro zu bekommen und die Fahrzeuge Facelift liegen zwischen 25.000 und 30.000 Euro, jeweils, wenn man Fahrzeuge bevorzugt, die weniger als 100.000 Kilometer haben und in sehr gutem Pflegezustand sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihren zukünftigen Kaufentscheid positiv beeinflussen. Unten im Text sehen Sie, wer ich bin und was ich tue und sehen auch für andere Fahrzeuge Kaufberatungen, wo ich mit Ihnen meine Erfahrungen teile. Profitieren Sie davon. Vielen Dank und bis bald.